ist eben bloß schade. Das geht ja auch nicht alleine um das organisierte Verbrechen in den Behörden und diese ganze Korruption, was sehr schlimm ist. Aber es ist eben schade, dass in eben so eine schwer drogensüchtigen, psychisch gestörten wie Bear, Channing und so weiter und so fort, Ziegler, ne? Oder Kessler oder dieser Blüm oder Blum, wie die da alle hießen, oder Kaus und Strauß und Klopp oder Kopf, ne? Wie hieß die noch? Klopp. Klopp. Klopf. Und Frau Klopf und alle, wie die hießen. Die dann nachher ganz genau erkannt haben, dass wir die Wahrheit sagen. Dass wir garantiert nicht irgendwelche Störungen haben. Ne? Die das ganz genau erkannt haben und dass es denen so egal war mit unseren Immobilien und diese ganze Ungerechtigkeit in Ostdeutschland. Und dann vor allen Dingen mit dem Terror auf unserem Land. Ne? Ich möchte nochmal sagen, dass Terroristen, und wir wissen es eben ganz genau, weil da überall in der Zeitung waren, auch der, dieser Mohammed Adda und diese Terroristen mit ihm, direkt auf unseren Grundbesitz, auf unseren riesigen Ländereien in Mecklenburg ausgebildet wurde. Und dass dieser Adda zumindest kurze Zeit in meinem Geburtshaus am Feld Rhein 12 in Neufinsdorf gelebt hat. Ja. Und alles gehört uns und mir und ich konnte nichts dagegen machen. Genau. Und ich war so ein Trottel, dass ich das noch nicht mal erkannt habe, was da läuft. Weil ich dachte immer, da sagen sich Fuchs und Hase gute Nacht. Wie man das so sagt. Genau. So, und auch das war denen total egal. Es war ihnen einfach nur egal. Und darüber sollte man nochmal nachdenken. Weil es gibt bestimmte Sachen, auch mit unseren Immobilien und so weiter, die dürfen einfach nicht passieren. Nee. Was nützt einem das, wenn man das ganze Leben schafft und lernt und arbeitet, was am wichtigsten ist für den Menschen, da entwickelt er sich am meisten. Natürlich auch immer mal feiert, noch mal mehr feiert. Aber was bringt denn das, wenn das alles nur gestohlen wird? Und wenn man denn unterrichtet unter anderen Namen und sich wundert, dass man keine Resonanz kriegt, dass man dann keiner kennt. Genau. Weil da haben wir immer noch mitgerechnet, dass wie ist der Heizer oder so, der dann nichts mit den Socken zu tun hatte. Oder Arbeiter, Mensch, ja, den kenne ich, diesen Geißler. Der kam da immer und hat unterrichtet. Genau. Ja, da hieß ich nicht Geißler. Also das, darauf, man muss da erstmal drauf kommen. Wir haben da immer noch riesige Probleme mit. Auf so eine ganzen Machenschaften zu kommen. So, und die nächste Machenschaft sind diese ganzen Rüstungen und alles drum und wir haben da keine Chance. Und man macht in aller Ruhe weiter. Und man hat vorher jetzt schon fast 5 Monate verhindert, dass wir eine Wohnung kriegen. Ne? So, und dann dieses Ding hier, das ist ja auch noch nicht durch. Mit dem Schläger, mit der Justiz. Also da werden schon Dinger laufen. Das wird schon super laufen. Deshalb mussten wir diese Audios veröffentlichen. Das wollten wir gar nicht so gerne. Das hätten wir gerne gesichert und in der Hinterhand gehabt. Aber wir mussten das veröffentlichen, weil das ist schon ein Ding. Dass einer behauptet, ich sag Penner zu ihm und dann so tut, als wenn er mich danach schlägt. Sie sollten genau hören, wie wütend ich war, weil er mich da vorgeschlagen hat und weil ich mich zurücknehmen musste. Man sollte mich langsam kennen, Herr Nadel. Genau. So, und fässt er mich beim nächsten Mal an, wehre ich mich jedenfalls. Ja. Das lasse ich mir nicht gefallen. Wie gesagt, mein Arm, alles ist immer noch geschwollen. Und unser Kreislauf, unser Herzen, alles haben wunderbar Knacks mitbekommen. Deshalb ist die Stasi und vergiftet uns auch besonders doll. Und will jetzt endlich was wissen. Weil man musste eben als Herzkranker kurz treten. Das konnten wir natürlich nicht. Er hat uns einfach weggezogen
und wir wollten einfach in der anderen Richtung zur Straße. Genau. Ne? Also wir wollten nördlich gehen und er hat uns immer westlich weggezogen. Ne? Das sollte jeder verstehen. Ja. Und dann gab es immer einen an anderen und sie hören ja auch diese Geräusche, dann hat er wieder zugehauen. Und wir wollten an der Straße, weil es da mehr Zeugen gibt. Autofahrer, die das sehen, ne? Polizei hat uns eher gefunden. Das ist alles ein bisschen komisch. So, was die Polizei da alles von sich gegeben hat, das sollte jedem alles sagen, ne? Da brauche ich nicht mehr zu sagen. So, und die Polizei log in diesem Gespräch nicht nur einmal, das habe ich gesehen, ne? Und in den Augen war Verachtung und Hass und Angst vor uns. Genau. Große Angst vor uns. So, und ich kann keinem mehr was tun, ne? Und meine Frau auch nicht. Nee. Wir sind alt. Wir sind ganz einfach alt. Einfach natürlich alt und wir stehen dazu. Ne? Also ich will mit 50 Jahren nichts mehr reißen. Ich habe alles erreicht in meinem Leben. Ich möchte jetzt noch forschen, möchte noch meine Kinder haben und meine Enkelkinder um mich, ne? Genau. Und ihnen helfen. Oder die Adoptivkinder und die Straßenkinder. Sie unterstützen und helfen. Oh, das ist nicht irgendwie ein Schnellschuss, genau das wird durchgezogen. Genau. Ich hätte schon viel eher mit angefangen, aber ich habe nicht gedacht, dass es sowas in Deutschland gibt. Doch, das gibt es auch in Deutschland. Wie gesagt, ich bin Halbrusse. Da wollen wir doch dafür mal sehen, dass diese unschuldigen Kinder, die nichts dafür können, doch nochmal einen rechten Weg haben und ein vernünftiges Leben. Auch wenn sie dann drogensüchtig sind und ihren Körper total kaputt gemacht haben. Ne? Das wollen wir doch mal sehen, ob sowas in so einem demokratischen Staat möglich ist. Da ich im Moment so, ach, ich würde alleine investieren, ich habe genug Geld. Wird dieser ganze Staat schön zahlen, bis die Kinder 18 sind. Ja. Ne? Wir den schöne Häuser bauen bei uns auf dem Land. Ne? So Mecklenburg-Vorpommern habe ich wohl genug. Aber da werden dann auch schöne Häuser gebaut. Ne? So, und wir denken auch daran, dass die Dörfer dann nicht mehr geschliffen werden da. Werden dann die internationalen Länder darum bitten, dass wir sie stehen lassen können für unsere Kinder. Ne? Genau. Für unsere Straßenkinder. So, und wenn sie dann alt genug sind, werden sie adoptiert und dann ist diese ganze Sache erledigt und keiner spricht mehr darüber. Ne? Weil, wie gesagt, das habe ich den jungen Leuten ja schon öfter gesagt, jungen Menschen, was ist denn ein König oder ein Prinzregent oder diese ganzen Namen und so. Oder ein Doktortitel oder Professor, Doktor oder ein Meister. Das ist doch alles nur Schall und Rauch. Wichtig ist doch, dass man wirklich was kann. Ja. Und dass man diese Leistung bringt. Und sie sollten auch immer besser verstehen, was man vielleicht gar nicht verstanden hat, dass wir nicht unseren Titel getan haben. Ja. Das ist doch so. Und so werden wir diesen Straßenkindern helfen. Keiner wird mehr, oder wenn diese Kinder Kinder haben, keiner wird mehr irgendwie darauf kommen, dass das mal Straßenkinder waren. Jeder wird Wunder denken, was für eine Adelsfamilie die aufgewachsen sind und so. Und das sollte ihnen doch denn wenigstens im positiven Sinne ein bisschen helfen und ein bisschen schützen, dass sie diese Vergangenheit richtig ablegen kann. Wie uns diese Erkenntnis schützt, dass wir doch anders heißen, dass wir unsere Vergangenheit ein bisschen ablegen können, ne? Unsere KGB-Stasi-Vergangenheit, weil wir andere Namen haben. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.